Am Sonntag um 13.30 Uhr empfangen die Handballer des SCD HFK Leipzig im zweiten Heimspiel die Füchse aus Berlin. Nachdem die Grün-Weißen in den ersten beiden Pflichtspielen 2 Siege einfahren konnten, stehen sie aktuell auf Platz 1 der Liga. Trotz kürzlichem Erfolg ist allen bewusst, dass mit den Füchsen Berlin kein einfacher Gegner auf sie wartet. Carsten Günther, Geschäftsführer der Leipziger Handballer. Natürlich hat Berlin andere Ambitionen, als es jetzt die Eulen Ludwigshafen oder Coburg haben. Und sie haben auch mehr Nationalspieler im Kader, höhere Erfahrung und so weiter. Also das wird ein echtes Brett. Und wer die Spiele in den letzten Jahren verfolgt hat, der hat gemerkt, das waren immer Krimis. Wir haben hier ganz knapp gewonnen, da haben wir in Berlin ganz knapp und unglücklich verloren. Und natürlich wollen wir das Pendel wieder auf unsere Seite ziehen und wollen hier mit 2 Punkten rausgehen. Aber das wird eine Aufgabe, die wird allen 100% oder vielleicht sogar auch ein Stück weit mehr abverlangen. Am Dienstag setzten sich die Handballer aus Leipzig mit 22:29 gegen Coburg durch. Zum nächsten Heimspiel erwarten die Leipziger wieder rund 2300 Unterstützer. Die Vorfreude auf die Heimkulisse ist Cheftrainer André Haber ins Gesicht geschrieben. Die Zuschauer helfen uns immer. Handball ist ein Sport, der davon lebt, der gesehen werden soll. Und ich bin so glücklich, dass das hier in Leipzig so geht, dass die Stadt, das Gesundheitsamt das erlaubt, dass die Liga, dass unser Verein dort dafür gearbeitet hat und gekämpft hat. Und von daher 2100 Fans. Ich hoffe, die Arena ist dann in dem Moment ausverkauft für Sonntag, weil Carsten hat es vorhin schon gesagt und er hat recht, das Spiel Leipzig gegen Berlin hat das verdient. Vor allem die Spieler werden von den Fans gepusht. Der grün-weiße Neuzugang für den Rückraum Martin Larsen kam diese Saison aus Frankreich. Er war beeindruckt bei seinem ersten Heimspiel. Ich glaube, es war sehr schön hier. Die Fans haben einen tollen Job gemacht. Es war zwar nur möglich, 2000 Fans in die Arena zu bekommen, doch es hat sich angefühlt wie mit 4000. Deswegen glaube ich, dass die Fans uns am Sonntag helfen können, Druck auf Berlin zu machen und für ein gutes Spiel von uns zu sorgen. Larsen kennt die Füchse Berlin bereits aus dem Europapokal. Sein Mitspieler Christian Severas absolvierte noch kein Spiel gegen die Berliner, aber weiß, was ihn erwartet. Berlin has a very, very good goalkeeper. Die Berliner haben auch sehr gute Torhüter. Es wird ein wichtiges Spiel im Spiel geben, die Torhüter gegen die Torhüter. Ich hoffe, dass wir aus Leipzig mit einem Sieg davonziehen können. We in Leipzig goes out with the victory. Weiterhin gibt es einige Verletzungssorgen. Niklas Pitschkowski, Maximilian Janke, Luka Witzke und einige andere sind noch nicht wieder fit. Hoffnung gibt es allerdings bei Bastian Roschek. Bei ihm ist ein möglicher Einsatz nach Verletzung noch offen. Präsentator des dritten Spieltages ist die Firma Phoenix Industrieleistungen GmbH.